Er war Initiant des TV 2.0 Summits, Peerleiter von PostFinance, danach Wirtschaftsredaktor bei der renommierten NZZ. Heute ist er Unternehmer mit Leidenschaft und in verschiedenen Funktionen tätig bei seinen beiden Firmen Joveo und Arimind. Marco Demont, sehr schön bist du heute mein Gast in den Kreativgesprächen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Erste Frage an Marco. Ich habe es erwähnt, Unternehmen mit Leidenschaft. Was hat dich ins Unternehmertum getrieben? Puh, also ich glaube, die Hauptmotivation, Unternehmer zu werden, war wahrscheinlich, mein eigener Chef zu sein. Ich war wahrscheinlich schlecht führbar, ich weiß auch nicht. Es ist so, dass oder für mich ist es sehr wichtig, dass man das, was man macht oder diese Ideen, ist, die man irgendwo reinbringt, dass diese Handschrift, die man hinterlässt, auch irgendwo dann genutzt wird und eingesetzt wird. Ich denke, das zeichnet am Schluss ein Stück weit jeden Unternehmer aus, der diesen Weg einschlägt, weil er ist weniger glamourös, als man denkt am Ende des Tages. Wir kennen das alle. Es hat Hoch und Tiefs und ich glaube, das muss es sein, die eigene Chef zu sein, auch wenn man eigentlich weniger Freizeit hat am Ende des Tages. Man arbeitet wahrscheinlich mehr, man hat zumindest in der Anfangsphase unsichere finanzielle Verhältnisse. Also spricht eigentlich vieles dagegen, aber für mich persönlich, und das ist sehr subjektiv, das hat jetzt nichts, da habe ich nicht so eine pauschale Meinung, alle sollten das machen. Wenn einem das wichtig ist, dann ist das sicher eine Alternative, die man einschlagen kann, und für mich ist das sehr wichtig. Also das war eigentlich der Grund, weil du warst ja in sehr gut bezahlten und interessanten Jobs. Also ich denke, da Wirtschaftsredakteur der NZZ, da träumen viele Journalisten davon, auch bei PostFinance. War es da eigentlich so die Freiheit, die dir gefehlt hat? Ja, genau, die Freiheit. Also das ist, ich meine, das ist immer so, wenn man zu einem großen Unternehmen ist, wie jetzt eine PostFinance, man hat natürlich da wahnsinnig attraktive und spannende Projekte. Oder? Das ist so. Man hat auch Budgets, man kann umsetzen, man kann mit Agenturen arbeiten. Aber am Ende des Tages sind das halt große Gebilde, so wie jedes große Gebilde ist. Und das ist nicht schlecht, sondern das ist einfach so. Das ist eine Regel des Marktes, dass je größer etwas wird, desto komplexer wird es. Es braucht Organisation, es braucht Strukturen, es braucht Prozesse. Und das macht das Leben natürlich viel schwieriger, oder? Am Ende des Tages. Auch Innovation, Kreativität, was immer wichtiger wird. Oder auch die Geschwindigkeit hochzuhalten, mit was dann auch an den Markt zu bringen. Und das ist halt das, was sich in Großunternehmen schwierig ist. Und da sind viele politische Elemente drin, da sind viele Prozesse drin. Am Schluss arbeitet man ein Riesenkonzept aus und es wird verworfen. Oder das sind so diese Themen. Und die einen finden das okay. Ich selber gewichte jetzt meine eigene Handschrift und irgendwann zu lesen höher. Als das Bedürfnis, Unternehmen zu werden, hat sich das erst entwickelt während deiner Berufskarriere oder war das schon früher vorhanden? Also das sind ja immer so diese Geschichten, so, ja, er hat schon mit 8 Jahren, ja, hat er schon Theatervorführungen organisiert und 50 Rappen Eintritt verlangt. Der Klassiker, ja. Ja, genau. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nein, das hat sich effektiv so über die Jahre hinweg entwickelt. Ich hab auch nie Bücher verkauft, irgendwo am Straßenrand oder was, klassischen Geschichten. Nein, das habe ich eigentlich gar nie gemacht. Das hat sich über die Zeit entwickelt und ich denke, da spielen verschiedene Faktoren zu. Das kann mal ein schlechteres Erlebnis sein. Ich glaube, vieles ist auch so, wenn man mal so diese schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem Vorgesetzten irgendwo, der nicht weiterbringt oder man sieht, was ist das für eine Person da. Dann sicher auch der eigene Werdegang, persönlichen Bereich oder was man gemacht hat. Ich habe früher Leistungssport gemacht. Da lernt man, nach Verletzungen wieder aufzustehen und weiterzugehen. Das sind alles so verschiedene Faktoren, die am Schluss so dieses Gen, diese DNA geben, Unternehmer zu werden. Und wie gesagt, am Schluss, es tönt heutzutage, wird es ja inflationär gebraucht. Man ist Unternehmer, man ist Startup, was weiß ich alles. Und alle denken sich wahnsinnig, das Ganze wahnsinnig rosig vor. Also ich meine, du kennst das auch, oder? Es wird dir nichts geschenkt in der Anfangsphase. Und irgendwann stabilisiert sich das und dann ist es sehr schön. Aber es funktioniert halt bei vielen auch nicht, oder? Am Ende des Tages. Musstest du auch lernen, ein Unternehmer zu sein? Du hast gesagt, wahrscheinlich war das mehr ein Bauchentscheid, also okay, ich versuche es. Ja. Musstest du lernen, dass du plötzlich dann sagst, okay, jetzt bin ich der Chef, ich entscheide, wir gehen in diese Richtung?
Ja, voll und ganz. Also ich meine, ich lerne ja, das ist der Klassiker, oder? Ich lerne heute noch, aber es ist so. Ich meine, ich falle im Jahr etwa 100 Mal auf die Nase mit irgendwelchen Entscheidungen. Es hat so paar große Learnings gehabt, so Key Learnings, die würde ich definitiv anders machen, kann ich jedem auf den Weg geben. Die wären? Ich bin alleine gestartet, praktisch als One-Man-Show. Ich habe so quasi das, so, da bin ich und jetzt machen wir das Ganze. Und heute habe ich einen Partner zur Seite, mit dem ich das Ganze rampen kann. Gleiches Alter, gleiche private Situation, eine Familie mit Kindern und alles drum und dran. Und das sind dann diese Faktoren, die auch relevant sind. Und da kann man sich austauschen, oder? Im Unternehmertum, und das hört nie auf, hat man Hoch und Tiefs, oder? Man ist schon fast manisch-depressiv unterwegs, oder? Es kann sein, dass man einen Tag ein Riesenmandat gewinnt, ein Riesenprojekt schlägt ein, am nächsten Tag kriegt man eine Absage von einem langjährigen Kunden. Und diese Phasen aufzufangen, vielleicht mal so einen challenging Partner haben auf der Seite, der einen den richtigen Weg gibt, etwas supportet oder sagt, so ist es. Oder auch mal sagt, so, das ist jetzt falsch, das funktioniert so nicht, daran müssen wir arbeiten. Das ist extrem wertvoll. Ich selber persönlich würde nie mehr etwas alleine starten, sondern wirklich jemanden suchen, dem man vertraut, der einfach wirklich so eine Vertrauensperson ist, wo man durch dick und dünn geht am Schluss. Du hast dich sehr früh spezialisiert auf Bewegtbild-Content. Warum? Ja, das ist noch lustig. Das war so eine. Ich selber komme ja nicht vom klassischen Videohandwerk. Ich habe auch nie gelernt, eine Kamera zu führen. Ich komme im Kommunikationsbereich. Also Journalismus und Publizistik. Das war damals bei der Postfinanz war das, als wir eine Agentur angeschaut hatten, die sich auf Corporate-TV-Formate spezialisiert. Wir hatten damals die Idee, quasi das eigene Corporate-TV aufzubauen. Das war im Jahr 2008, 2009. Das eigene Corporate TV für die Postfinanz aufzubauen. Und da kam diese Agentur und die war sehr innovativ. Das waren echt coole Leute und zeigten auch die Möglichkeiten auf. Und das war so ein bisschen der sprengende Punkt. Ich dachte, doch, das könnte jetzt, das ist etwas, das faszinierend ist. Oder gerade mit dem publizistischen, journalistischen Grundwerk zur Kommunikation aus, die ich hatte, zusammen mit dem Bewegtbildmedium kann man sehr viel erreichen. Und das war jetzt vor 10 Jahren. Und ja, es hat sich heute bestätigt, dass der richtige Entscheid war. Ich denke auch, du warst ja einer der ersten wirklich, der in diesem Bereich Corporate Newsroom, Corporate TV dann sich auch positioniert hat und das aktiv nach außen getragen hat. Du hast in einem Medienkonzern auch gearbeitet. Wieso kommen die Medienkonzerne selber nicht auf diese Idee, so Corporate TVs anzubieten? Ja, das ist, ich glaube, die Medien, die spielen ja, also Medien selber, die hatten Probleme, das Ganze da technisch umzusetzen. Oder? Das ist, ich meine, man sieht es auch, heute ein Video zu produzieren, ist nicht ganz einfach. Oder? Das braucht gewisse Skills, das braucht das entsprechende Equipment. Es reicht nicht, dass man irgendwo bei einem TPC ein fixfertiges Studio einbaut und einbauen lässt und dann Rack macht. Sie haben schon oder? Einen Koffer, den man auch überall hin mitnehmen das kann. Das habe ich auch vernommen. Der ist im Übrigen sehr interessant für uns. Sie sind bereits in Kontakt für einen Kunden für dieses Thema. Nein, das sind alles Gute. Das war jetzt auch nicht irgendwie TPC. Die machen einen super Job. Mehr jetzt aus Sicht von Unternehmen. Oder? Unternehmen sagen so, wir brauchen Video. Also gehen wir TPC, Habeck, you name it. Kaufen uns ein Studio und dann ist gut. Oder? Und dann merken sie irgendwann, vielleicht ist das ein bisschen ein technischer Overkill, das Ganze. Oder? Vielleicht können wir es gar nicht machen und dann lässt dann schnell mal das Interesse nach. Man braucht hier Skills, man braucht auch Leute, Journalisten, die eine gewisse Affinität für dieses Medium haben. Und das ist das ganz relevant, das sehen wir häufig auch bei den Kunden oder bei uns. Man beginnt mal etwas zu machen und dann merkt man, es ist trotzdem nicht so leicht und dann da stirbt das Ganze ab. Die Medien haben noch ein zweites Problem, das ist der große Kampf oder mit ihrem Businessmodell. Oder? Seit, ich würde sagen, das hat wahrscheinlich irgendwann 2008 begonnen, dass die ganze Digitalisierung einsetzte. Muss man nicht alles nochmals aufrollen, oder? Aber man sieht jetzt auch, wenn man die Zahlen anschaut, oder Leserschwund, Printinserate, das geht kontinuierlich abwärts. Und die müssen neue Formate, digitale Methoden schaffen, so eine Exploring-Phase jetzt, was funktioniert und was nicht. Und Video ist halt ein Medium, das kostet primär, um das aufzubauen. Also nicht gerade direkten Ertrag, oder? Man kann heute mit Online-Bannern und so konnte man schneller Profite erzielen.
Und mit Video im Medienbereich Geld zu machen, da geht es wiederum um Reichweite. Das sind dann die gleichen Themen wie im klassischen TV-Geschäft. Es geht um Reichweiten, tausende Klickpreise. Und wenn man in der Schweiz ist und noch im deutschsprachigen Raum und irgendwo, ich weiß gar nicht, 4 Millionen potenzielle Empfänge hat für so ein Format, da sind die Erträge einfach sehr, sehr gering. So mit den klassischen Werbeformaten. Darum jetzt auch diese Switch hin zu so Branded Content, oder dass man dann versucht, ganze Pakete verkaufen, Reichweite mehr zu verstecken. Also ich glaube, am Anfang war das einfach zu teuer, zu wenig Skills vorhanden und ein Businessmodell, das sich direkt auszahlt, war nicht zur Hand. Daher hat sich das Ganze jetzt auch verzögert und es wurde nicht darauf gesetzt zu Beginn. Aber heute haben wir einige Medienkonzerne, die doch sehr, sehr gute Arbeit machen im Videobereich. Gleichwohl als Einwand, beispielsweise Forbes in Amerika hat, glaube ich, etwa 1500 Corporate TV-Kanäle auf ihrer Plattform. Mm. Wenn ich jetzt denke, du warst bei der NZZ, wäre doch für die NZZ eine super Idee, dass man sagt, du, wir haben auch Corporate TV-Kanäle und ich bin mir ziemlich sicher, dass da jede Großbank sich extrem anstrengen würde, dass sie da einen tollen Corporate TV-Kanal auf die NZZ-Seite stellen kann. Da hat man nie daran gedacht. Corporate TV war bei Medien kein Thema, das war immer schlecht. Ich glaube, der Feind. Nein, ich denke nicht der Feind. Ich glaube effektiv, dass die noch nicht bereit waren, andere Sorgen hatten. Und da kommt eine Riesenschwemme an neuen Technologien, an Konkurrenz, sei es Google oder Facebook oder wie auch immer. Und dann ist Video einfach nicht so prioritär auf ihrer Agenda. Das war nicht so oberst. Oder? Und heute sieht man aber, es greift. Oder? Und wenn ich jetzt ein Medienhaus sehe wie Ringier, die machen einen unglaublich guten Job im Videobereich. Oder? Natürlich lernen die auch und das ist eine Entwicklung. Aber die haben einen Weg eingeschlagen, der zukunftsweisend ist. Oder? Was man in der Schweiz einfach immer hat, und das ist jetzt ein bisschen das Forbes-Beispiel, oder? Wenn man ein Blick.ch ist, wenn man eine NZZ ist, man hat am Ende des Tages die Schweiz und vielleicht noch einige weitere im Dachraum, oder? Aber die Reichweite ist da sehr, sehr beschränkt, oder? Am Ende des Tages. Also ich weiß nicht, ich kenne das Forbes-Modell nicht, ob die das auf ein Reichweite-Modell ist, um sich finanzieren, oder so Abos sind, die man löst, das kenne ich zu wenig. Aber wenn es um Reichweite geht, ist das wie im klassischen TV-Geschäft, oder? Das ist in der Schweiz ohne wirklich substanzielle finanzielle Investitionen und vielleicht noch andere strategische Ziele mit dem ganzen TV-Geschäft praktisch nicht möglich zu betreiben. Das sehen wir auch mit dem Schweizer Fernsehen, das sehen wir überall, oder? Das ist immer die gleichen Diskussionen. Der Markt ist einfach verdammt klein in der Schweiz, um skalierbare Medien zu machen. Gleichwohl hat es 300.000 KMUs und nicht so wahnsinnig viele Medien, also ich denke, wahrscheinlich gäbe es schon Lösungen. Ja, aber wird nicht Reichweite generell überschätzt? Also nein, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Am Ende des Tages funktionieren Großkonzerne so, wenn eine Großbank sagt, wir wollen jetzt unter Corporate TV Channel, grundsätzlich finden sie Branded Content nicht cool. Sie wollen am liebsten, dass CNN anruft und CNN ein exklusives Interview macht, aber aus publizistischer Motivation heraus. Also dass ein Redaktor findet, doch die Person XY bei einer Großbank kann etwas Schönes sagen. Das ist die Champions League, wenn man das schafft, oder auch als PR-Agentur, wenn man da diese Person platzieren kann. Aber einen eigenen Branded Channel aufzubauen, das hat immer ein bisschen den Beigeschmack, man möchte manipulieren, man kauft sich dieses Know-how ein. Das ist immer ein bisschen schwierig und am Ende des Tages, wenn dann ein Video 500 Mal angeschaut wird, findet das dann vielleicht der Redakteur, der das einordnen kann, cool, oder? Weil die Schweiz kann nicht mehr bieten in diesem Bereich. Dann wird es nach oben getragen in der Bank und der oberste CEO sagt, aber 500 Klicks und wir bezahlen diesen Betrag für das, das lohnt sich am Schluss nicht. Oder? Weil er misst es dann wieder mit irgendwelchen schummrigen Reichweiten im TV-Geschäft und sagt, gut, für diesen Preis kriegen wir mit einer TV-Kampagne auf Schweizer Fernsehen eine 500.000 Reach. Oder? Das sind so die es endet am Ende immer so bei diesen ganz einfachen Zahlen, die halt ein großes Problem sind, die zu vergleichen, oder wie dieses Format jetzt, oder das ist auch nicht auf Reichweite ausgelegt. Wenn das 500 Klicks hat, ist das ein wahnsinnig guter Wert für so ein Format. Wenn du das aber für eine neue, was weiß ich, Kampagne im B2C-Bereich kommunizierst, 500, dann lachen sie dich aus und werden das nie mehr machen. Oder? Das ist auch schwierig, dies richtig einzuordnen am Schluss. Ja, ich glaube auch, weil Corporate TV natürlich primär noch als Marketing-Tool gesehen wird und nicht als strategisches Kommunikationstool. Also wenn du jetzt das UBS-Beispiel wieder nimmst, 100.000 Leute schauen zu, vielleicht wären 500 besser, wenn darunter noch 3 Milliardäre sind. Das würde ihnen vielleicht noch mehr bringen. Das heißt,
strategisch, glaube ich, auch Corporate TV wird sich in eine andere Richtung entwickeln. Ja. Es wird nicht nur reines Marketing-Tool auf Reichweite sein, das Produkte verkauft, richtig, ja, sondern strategisches Kommunikationstool. Ja. Dann ist es anders. Genau, aber das ist ein Prozess, der jetzt läuft. Und das ist ein langer Prozess. Ja. Weil, oder, man sieht es häufig am Ende des Tages, wenn Budgets werden durchgesprochen aufgrund von Excel-Sheets. Oder? Und häufig sind es Leute, die sind sehr weit weg von effektiven Geschichten, die man produziert und macht. Und dann zu erkennen, dass das vielleicht ein Format ist, wo die drei Milliardäre drin sitzen, das können die ja nicht. Die haben irgendwie eine Minute, schauen das Excel an, schauen die Zahlen und sagen, nicht gut, oder machen wir nicht mehr. Und das ist ein Aufklärungsprozess. Und das kommt auch immer mehr. Das sieht man jetzt auch bei den Medienhäusern, die das reinbringen, dass es funktioniert. Die arbeiten natürlich auch mit Reichweiten hinten dran. Und das hilft natürlich wahnsinnig stark. Aber wir haben jetzt auch selber, einer der ersten Kunden bei uns war der Schweizerische Baumverband. Und der macht das jetzt seit, ich weiß auch nicht, 8, 9 Jahren. Die hatten diese Idee von diesem Corporate TV. Und das läuft unglaublich gut. Also wir sprechen jetzt nicht von 500.000 Reichweiten, aber das sind doch viele Tausend, die das schauen, so ein Video. Schon alleine, weil man über die Zeit hinweg eine gewisse Community aufgebaut, die das immer wieder anschauen, die das teilen und so weiter. Also das ist ein wahnsinnig starkes Instrument für die. Oder? Das ist eine sehr dankbare Zielgruppe. Ich weiß es vom Landiwetter. Ja. Das Landiwetter wird, glaube ich, täglich zwischen 30 und 40 Tausend Mal angeschaut. Ja. Wahnsinn. Da wären viele kleine TV-Sender glücklich, wenn sie diese Zahlen hätten. Jetzt vielleicht noch zurück zu deinen Anfängen. Ich denke immer, wenn man sich im Bewegtbild positioniert, vom Journalismus her kommt, träumt man da nicht davon, zuerst mal Bewegtbild machen, so im Sinne von langen Reportagen in fernen Ländern oder Spielfilm oder so etwas künstlerisch Kreatives, als dann Dienstleister zu sein. Hast du nie geträumt, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Spielfilm? Das ist eine gute Frage. Ja, klar. Doch, wäre schön. Aber ich kenne die Realität hinter den Spielfilmen. Und da sind wir wieder bei dieser Geschichte, dass viele das Gefühl haben, eine schöne Doku zu drehen oder einen Spielfilm zu produzieren. Das sei Hollywood, das sei alles schön und super und so. Und ich kenne halt die andere Seite. Ich weiß, wie es läuft, wie man Geld akquirieren muss, wie man kämpfen muss um die Budgets, wie es dann nicht mit dem schönen Film aufhört, wie die ganze Vermarktung läuft. Das ist unglaubliche Knochenarbeit. Und, aber nichtsdestotrotz, das ist ja mehr so die Frage, ob man diesen kreativen Pitch nicht auch erlernen oder machen möchte. Klar, aber das versuchen wir auch reinzubringen bei unseren Service-Dienstleistungen, so ein Bauern-TV, den wir produzieren und auch für den Flughafen Zürich. Das sind alles sehr hochwertige kreative Beiträge. Das sind alles Leute, die bei uns sind, in unserem Team produzieren. Das sind sehr kreative Geister. Die Unternehmen wollen nicht mehr einfach das klassische Interview und gut ist. Die wollen Geschichten. Das ist sehr herausfordernd, da zu arbeiten. Und insofern also doch geht eine gut Art auf. Von Bewegtbildjournalismus. Am Ende des Tages ja, ein Stück weit ja. Jetzt bist du als Agentur natürlich dazu verdammt, nicht nur von den neuesten Trends zu wissen, sondern sie auch anzuwenden. Wie eignest du dir dieses Know-how an? Wie kommst du zu diesen Informationen und wie implementierst du das bei deinen Firmen? Gut, man informiert sich. Man hat natürlich diese einschlägigen Blogs, die man auch anschaut. Man ist vielleicht auf Konferenzen. Aber das sind verschiedene aus Deutschland, aus den USA. Das sind auch Formate wie zum Beispiel ein Adweek, oder das ein sehr anerkanntes Format ist, das eine sehr breite Informationsdichte hat an Themen rund um die Werbung und Bewegtbild ein so sehr großes Thema ist. Und da sieht man schon, was aufschlägt im angelsächsischen Raum, was funktioniert, was nicht. Oder? Aber es ist tatsächlich so, oder? Das ist auch im Bewegtbildbereich, oder? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es gibt, das Tempo ist so schnell geworden, oder? Und wird international getrieben im Bewegtbildbereich. Wir haben heute so Buzzwords wie Virtual Reality, Augmented Reality, you name it. Da gibt es eine ganze Ding, die da läuft. Oder? Das wird immer schneller, immer besser, immer intelligenter. Das Bewegtbild bewegt sich auch raus aus diesem klassischen Kommunikationsmarketing-Ding. Oder wenn wir heute Virtual Reality anschauen, ein schönes Video zu machen, wo man irgendwie gebeamt wird in eine Skilandschaft oder so. Das ist gut, super produziert alles, aber das ist nicht Virtual Reality. Da geht es ganz anders ab, in ganz anderen Bereichen, die halt nicht mehr kreativ sind. Oder? Da geht es darum, dann Service Support zu leisten und so weiter. Im ganzen Medizinbereich läuft sehr viel.
Und da muss man schon lernen zu fokussieren. Oder? Man hat so viele Inputs von außen und wenn man nicht lernt, wirklich, wir machen genau das, genau diese Nische. Auch wenn jemand kommt und fragt, wir haben das immer wieder, so kommt jemand, ja, wir möchten gerne das und das, dann müssen wir sagen, sorry, das kann man, wir sind keine, wir können dir ein 360-Grad-Video produzieren, aber wir können dir nicht eine Technologie integrieren in was weiß ich für Systeme. Da gibt es ganz spezialisierte Firmen und das ist, glaube ich, schon auch die Kunst zukünftig, auch im kreativen Bereich, zu erkennen, was kann man und was kann man nicht. Man möchte immer mehr die Spezialisten. Man kann nicht mehr einfach so breit sagen, das kann ich alles. Das war früher noch eher möglich. Oder? Also man, hat man ein Layout gemacht, ein bisschen Website-Programmierung und so. Heute ist heute hat es die App entwickelt, die Website entwickelt, es hat die Virtual Reality entwickelt. Das ist schon ein Challenge und da muss man auch lernen, als Agentur zu sagen, schau, das ist genau unsere Richtung. Mehr können wir heute nicht und möchten wir heute nicht machen. Aber die bleibt auch glaubwürdig und kann die Qualität liefern. Wenn wir schon dabei sind, Leute interessieren sich immer für Trends. Oder was sind so die großen Trends jetzt für dich? Bewegtbildbereich. Also Bewegtbild an sich ist natürlich schon mal ein Trend, aber jetzt in diesem Bereich, was spürst du bei den Kunden? Was? Also es hatte diese große Virtual Reality-Bewegung gegeben. Das war so 2-3 Jahre her, es ist jetzt unterdessen auch 1-2 Jahre her, da wollte jeder diese Virtual Reality-Geschichte machen. Das beruhigt sich jetzt wieder. Man hat alle diese Showcases gemacht und so und jetzt merkt man langsam, dass dort der richtige Business-Nutzen-Einsatz findet. Also man kann langsam sehen, dass gewisse große Konzerne erkennen, was Virtual Reality oder Augmented Reality wirklich kann und wozu das fähig ist, als nur schöne Videos mit einem Ding zu schauen. Das ist, glaube ich, ein großer Trend. Aber da gibt es Spezialisten, die das verfolgen. Das ist IT-getrieben, das ist nicht kreativ getrieben. Schon auch, muss es schön umsetzen, klar, und kein Thema. Aber die Technologie, das ist das, was dort hinten treibt. Oder? Nichtsdestotrotz braucht es viel Kreativität. Und der zweite Teil, was wir ein bisschen sehen, ist diese ganze Personalisierung, dass man versucht, Content zu personalisieren. Heute kann man so schnell produzieren, so rasch produzieren, dass man versucht, irgendwie personalisierte Elemente einzufügen, dass man beispielsweise bei einer Bank, wenn man ein Konto eröffnet, direkt persönliche Elemente ins Video gespielt bekommt oder Newsletter ausspielt mit Videos drin, die persönlich zusammengeschnitten sind, wie es der Kunde dann möchte, wie er sich auf der Website bewegt hat oder hat er sich für den Wellness-Bereich interessiert, hat er sich für was weiß ich, Sport interessiert, dann wird ein Video zusammengeschnitten, das am Schluss genau das ausspielt, was er möchte. Oder das sind so diese zwei Trends und dann gibt es diese Hologramm und was weiß ich alles, aber das ist noch sehr weit weg. Also das sind wirklich so, mal schön zu lesen und so, bis es dann wirklich in eine kommerzielle Phase reingeht, das ist noch weit weg. Eben, du hast es gesagt, mit diesen Buzzwords, also das ist natürlich, gerade in der Marketingabteilung, denke ich, die sind da sehr affin dafür, weil jeder ist immer gerne am Anfang dabei. Virtual Reality hast du gesagt, dass jetzt von der Spielerei findet man die industrielle Anwendung, zu was man es braucht. Mhm. Augmented Reality auch. Wie gehst du mit anderen Trends um? Mit Blockchain hört man immer wieder, dass auch Blockchain Design beeinflusst. Ja. Ist das schon ein Thema bei dir oder ist das mehr so einfach so Nein. Fachvorträgen? Nein. Also Blockchain, jetzt ganz ehrlich, kann ich ganz ehrlich sein da, oder? Und Blockchain, das ist unglaublich, wie viel um Blockchain geredet wird und gesprochen wird. Und diese Bitcoins und wie das alles heißt, das habe ich auch schon, ich lese das, ich informiere mich, aber ganz ehrlich sein, ich verstehe es noch nicht bis zum Ende. Wahrscheinlich weniger als ich selber. Also jeder schlägt mit diesen Wörtern um sich, Blockchain und da und Zug ist ja ein riesen Hub. Jetzt kommt Liechtenstein, ist ein noch größerer Hub und diese ICOs heißen die, glaube ich. Und es tut sich wahnsinnig viel und ich lese, ich nehme das irgendwie auf, aber richtig einordnen und das Potenzial abschätzen kann ich zu wenig. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach eine riesen Bubble ist, so wie Internet damals und dann irgendwann konsolidiert sich das Ganze und es wird so irgendwas. Aber da bin ich jetzt sehr falsch, um das wirklich im Detail zu sagen. Es gibt ja wahnsinnig viele Experten unterdessen auch, die Blockchain-Investoren sind, die Blockchain-Kommunikation machen, die Blockchain was weiß ich machen. Ich glaube vor allem im Designbereich, dass das, was du vorher angetönt hast, wenn man natürlich mit Spezialisten arbeitet, und zwar auf der ganzen Welt, dann wäre Blockchain eine Lösung davon, dass eigentlich jeder seinen Beitrag an seine Person binden kann und dass man natürlich da viel einfacher dann internationale Projekte machen kann. Ja. Dass du nicht sagst, wir müssen zuerst mal über 7 Länder mal klären, wo liegen die Urheberrechte und wer ist jetzt wie und was beteiligt,
sondern dass man eigentlich diese Prozesse dann einfacher organisieren kann. Ja, also in diese Richtung verstehe ich das auch. Ja. Ich habe jetzt noch nie Anwendung, oder ich sehe das heute, mit was für Themen man sich herumschlägt, dass man schon, oder wir arbeiten mit einem Review-Tool, das ist so eine Cloud-Lösung aus den USA. Unglaublich smart, unglaublich gut, finde ich persönlich. Aber wahrscheinlich nie so gut wie Blockchain. Aber schon das beim Kunden im Einsatz zu bringen, dass sie das verstehen, oder? Ich meine, da werden lieber Mails hin und her gejagt, oder am Ende des Tages. Da für mich in der Alltagsanwendung ist Blockchain noch so weit weg, dass das irgendwie dann wirklich spruchreif wird, dass für mich fast nicht möglich ist, dass das noch zu greifen. Oder ich kämpfe zurzeit damit, dass die Kunden unsere Review-Tools, die auch schon unglaublich intelligent sind, einsetzen. Noch ein anderes Passwort, das ich auch sehr spannend finde: künstliche Intelligenz. Glaube ich, auch im Bewegtbildumfeld wird das ziemlich großen Einfluss haben zukünftig. Mhm. Habt ihr euch da schon damit auseinandergesetzt? Oder Noch gar nicht? Nein, noch. Das sind Themen, die wir uns informieren darüber. Wir verfolgen die Entwicklung. Aber jetzt irgendwelche Beispiele oder das irgendwo konkret etwas implementiert, umgesetzt in diese Richtung haben wir noch nie. Also wirklich für die industrielle, für den Einsatz in der Wirtschaft bei unseren Kunden, das ist noch so weit weg. Das ist ein riesen Gap da. Aber wir müssen uns informieren, wir müssen wissen, was in 5 Jahren kommt. Und das sind so diese Themen, die man versucht aufzunehmen, aber wie es so ist im Unternehmertum, oder? Das ist die große Kunst, diese Balance zu finden, oder? Was wir nicht können, ist einfach mal da sitzen und jetzt lese ich mir ein halbes Jahr lang die schönen Blogs und dann schauen, was passiert, oder? Das ist immer ein bisschen diesen Trade-off, den man hat. Zumindest wenn man eine Firma hat mit Mitarbeitern, dann muss man immer schauen, dass das Ganze läuft. Und ja, das ist eine Challenge, da dran zu bleiben. Noch ein letztes Passwort, Big Data. Big Data. Einfluss auf Video, also bei Kunden, ist das ein Thema? Verknüpfung, Bewegtbild, Big Data? Ja, ein Stück weit. Also da sind wir haben vor 2017 ein Startup übernommen mit Joveo. Von der EPFL Lausanne, iRewind heißt diese Firma, und die geht ein bisschen in diesen Bereich rein. Das ist eigentlich eine sehr spannende Thematik. Das ist ein globales Unternehmen, das ist eine Videocloud-Lösung, die wir da weiterentwickeln. Und was die macht, ist zum Beispiel, was kennt man da, ein Gardinen-Ski-Marathon, stellt man 6 Kameras an der Strecke auf, connectet mit dem Zeitnehmer und liefert dann nach dem Zieleinlauf quasi ein persönliches Video von jedem Teilnehmer aus. Und dann hat man Gesichtserkennung. Nein, jetzt im Beispiel von Engadin-Ski-Marathon ist es effektiv, sind es Zeitmessplatten. Also man weiß am Zeitpunkt X, dass jetzt diese Läufe durchgeht. Aber nicht Gesichtserkennung, sondern BIP, also Startnummererkennung. Okay. Man weiß dann, dass diese Startnummer hat, die Startliste, und kann das so nachvollziehen. Und das sind schon Themen, da bewegt man sich schon in Big Data rein. Man hat einen unglaublich großen Datensatz an Mengen, muss zusammenschneiden, man kann die auch analysieren. Oder geht es in so Themen, könnte man theoretisch auch schauen, wer läuft mit welchem Schuh. Wer macht Promotion, wer macht wie auch immer mit dem Laufschuh und könnte dann diese Daten anonymisiert aufbereiten und einem Schuhhersteller zur Verfügung stellen beispielsweise. Das sind dann schon diese Hightech-Themen, die wir vor allem in diesem iRewind-Startup quasi, wohl auch nicht mehr so Startup, aber iRewind-Produkte auffangen. Mhm. Du hast das vorher schon angetönt, hast gesagt, ja, eigentlich jeder kann Video heute. Technik oder iPhone sei Dank. Spürt ihr das auch als Agentur, dass jetzt da so, also auf die eine Seite natürlich ist diese ganze Influencer-Welt, die da Videos macht, auf die andere Seite glaube ich auch bei Firmen, wo jeder Marketingleiter denkt, er hätte auch ein iPhone, er könne auch Firmen spielen. Spürt ihr diesen Trend auch so, jeder kann Video und eigentlich... Ja, klar, das spürt man. Ist für uns gut, oder? Also das Thema Bewegtbild schlägt ein. Jeder möchte es machen, jeder hat es auf der Agenda. Und das ist das, ich meine, das ist die Realität am Ende des Tages, oder? Da kommt der Marketingleiter XY, sein Sohn macht schon länger YouTube-Videos. Die sehen gar nicht so schlecht aus. Er weiß nur nicht, dass sein Sohn irgendwie 3 Stunden die produziert hat, oder? Das richtig aufwendig ist und schon seit 5 Jahren macht. Und er hat dann das Gefühl, komm Sohn, zeig mir das schnell, oder Tochter. Und dann kommt er dahin, oder macht das erste Mal ein Video und dann geht es relativ schnell, bis sie uns kontaktieren dann in diesem Moment, weil sie merken, dass es halt nicht ganz so leicht ist. Oder? Und da ist schon so ein bisschen ein Gap dazwischen, dass die Leute quasi denken, was sie sehen, kann man leicht produzieren. Das ist ja alles sehr so
schnell und dynamisch produziert und so, und viele erkennen nicht, dass vieles halt auch gescriptet ist, dass das in der Post-Production aufwendig ist, etwas zu schneiden, dass es so aussieht, oder das unterschätzen viele. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde das im Gegenteil eigentlich sehr, sehr bereichernd, weil die kommen mit ganz spannenden und coolen Ideen auf uns zu und sagen, hey, das wollen wir, versuchen es selber, fair enough, macht es. Und es ist auch schon gegangen, es ist ganz gut gegangen. Es ist auch immer die Erwartung, die Positionierung des Kunden im Markt, was für ein Gefäß, was für eine Zielgruppe. Und wir helfen auch zum Teil, wir bilden auch Leute aus innerhalb von Unternehmen, um halt zu lernen, mit iPhones zu produzieren. Also gerade für ein größeres Tourismus, für eine größere Tourismusregion haben wir irgendwie 10 Leute geschult, mit dem iPhone zu produzieren. Und jetzt machen die von verschiedenen Orten Events, machen die schnelle Videos. Mhm. Und das ist absolut sinnvoll für die. Also da hätte ich fast schon Skrupel, jedes Mal ein Videoteam hochzuschicken und dann eine Rechnung nachzureichen. Und für die großen Sachen kommen sie zu uns, weil es wertiger sein muss. Aber für das, was sie es brauchen, für Social Media etc., perfekt. Gleichwohl, viele Kunden verlangen nicht nur coolen Content, sondern auch Reichweite. Wie kannst du dieses Bedürfnis bedienen? Wie sorgst du für Reichweite von den guten Videos, die ihr für Kunden produziert? Die Reichweite möchten, da gibt es ja gibt's zwei Wege. Das ist, man hat so ein bisschen diesen Weg, man schaut es auf YouTube und bewirbt es. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist, finde ich jetzt nicht berauschend, die Qualität. Man kann sich auch in Indien so Clickfarms einkaufen, oder? Dann sind das unglaublich schöne Zahlen. So. Das steigt sehr stark exponentiell hoch, oder? Oder nein, Zeitpunkt X macht so. Sieht man dann relativ schnell, wenn es irgendwie über eine halbe Million Klicks ist für einen Kunden, dann denkt man, in der Schweiz relativ schwierig zu erreichen. Und sonst gibt es wirklich den Weg über die Medien, dass man halt wirklich auch sagt, schau, das Thema macht jetzt Sinn, dass man das nebst den ganzen eigenen Owned Contents quasi wirklich die Paid-Content-Schiene einschlägt und sagt, hey, schau, lass eine Kampagne über Ringe, über Tamedia, was weiß ich, laufen, mach etwas über Google, Facebook. Wir sind da dann mehr beratend tätig. Wir selber können nicht Reichweite generieren, wir haben die nicht. Das ist auch nicht unser Markt oder unser Businessmodell, sondern nehmen da Partner hinzu und da gibt es viele. Es kommt immer darauf an, wie der Kunde ausgerichtet ist. Ich denke, ein guter Weg ist dann auch gerade bei Großkonzernen über die eigenen Mitarbeiter. Ja. Hat das natürlich dann auch multipliziert. Genau, absolut, ja. Ein ganz wichtiger Faktor ist das. Ja. Ja. Was schlägt ihr so für Vertriebskanäle vor, wenn du sagst, wir machen Corporate Video, wir sind da beratend, das ist ja immer wichtig, so, wo soll ich jetzt? Du hast jetzt YouTube erwähnt. Ich weiß, Facebook hat YouTube ja nicht so gerne, die YouTube-Links, die haben lieber, wenn man selber hochlädt. Ja, genau. Sagt ihr da auch, da gibt es vielleicht so 10 Vertriebswege, die müsst ihr machen, sonst lohnt sich das nicht. Ach, da kommt es drauf an, oder? Wenn wir einen Kunden haben, der völlig im Consumer-Bereich drin ist, dann macht es durchaus Sinn, irgendeinen Promi anzuschnallen oder irgendein Projekt oder Produktion zu machen, die man nachher über was weiß ich, Ringe ausstrahlt oder so. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Bank zu positionieren mit einem Finanzinvestment-Talk, dann sind das halt andere. Dann kann Twitter sehr stark Kanal sein, oder weil halt in der Schweiz nach wie vor von Journalisten sehr stark verwendet. LinkedIn sehen wir beispielsweise, sehr großes Wachstum, gerade im klassischen Corporate-Bereich, wenn es um neue Produkte geht, wenn es um Interviews, Codes geht. Ja, da muss man so ein bisschen schauen, was Sinn macht und was nicht für den Kunden. Aber das ist, finde ich, sehr individuell, da schauen wir jedes Mal auch an, wie die Sachen liegen. Das ist am Ende des Tages auch eine Budgetfrage, oder? Jetzt mal ein Video schnell über ein Ringe-Netzwerk auszustrahlen, ist nicht 5,50 Franken, oder? Also da zapft man dann wiederum andere Budgets an, unter anderem. Und ja, das ist ein bisschen ein Prozess, wo es hingeht. Wann ist für dich Bewegtbild-Content erfolgreich? Oder wie misst ihr Erfolg? Was sind Erfolgskriterien? Ja, das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt Kunden, die sagen, wir möchten jetzt Reichweite. Und dann gibt es ganz klare KPIs. Dann sieht man die Reichweite, sieht, wie es läuft und wird dann daran gemessen. Und häufig kann man dann da auch mit zusätzlichem Geld quasi diese Ziele erreichen, oder? Was auch völlig okay ist. Und sonst sind das wirklich qualitative Feedbacks, die man bekommt von der Zielgruppe. Also Feedbacks, oder wie du vorhin gesagt hast, wenn wir einen Investment-Talk machen und der Kunde erfährt über einen High-Net-Worth-Kunden, dass das Format gut ist, dann würde ich sagen, hat sich diese ganze Geschichte schon per se gelohnt, oder? Also das sind dann diese mehr qualitativen Feedbacks, was wir auch machen bei größeren Projekten, sind so Marktforschungen, dass man wirklich dann fragt in der Zielgruppe, wie lief es mit einem strukturierten Fragenkatalog, wie ist es angekommen,
kommt, was kann man verbessern, was funktioniert, was nicht und so, dann kann man das dann für spätere Konzepte entsprechend modifizieren. Jetzt die ganze Marketing- und Werbebranche, das sind in der Schweiz etwa 90.000 Arbeitsplätze, das ist im kreativwirtschaftlichen Kontext die zweitgrößte Industriegruppe der Kreativwirtschaft mit insgesamt 500.000 Arbeitsplätzen. Wie beurteilst du die Schweizer Werbebranche so einem internationalen Kontext? Wir sind ja in anderen Branchen sehr stolz darauf, dass wir innovativ sind. Ist die Schweizer Werbemarketingbranche, ist die innovativ? Wie? Ja, sehr. Also ich finde, ja, also ich persönlich, wie ich das erlebe, also die Schweiz ist immer so Künstler darin, oder die hier leben in diesem Umfeld, sich ein bisschen kleiner zu machen, als sie wirklich sind. Was wir nicht haben, ist diese Masse, diese Menge, diese Größe. Ne? Wenn man gerade an internationalen Kongressen ist, sieht man das viel. Oder? Da gibt es Agenturen, die fahren auf, da könnte man meinen, jetzt das ist unglaublich viel Geld, viel Show dahinter. Und wenn man Schluss, wir haben jetzt gerade mit iRewind viel mit solchen großen Agenturen zu tun. In Brasilien haben wir jetzt ein Projekt, in den USA, überall, in Hongkong haben wir eines. Und arbeiten auch teilweise mit Agenturen zusammen. Die kochen sowas von mit Wasser, das ist unglaublich. Oder? Das sind dann nicht irgendwelche Superstars, die da kommen. Die führen sich dann entsprechend auf und man ist vielleicht sprachlich ein bisschen im Rückstand, oder? Wenn alles auf Englisch ist. Aber die Schweizer haben immer die Kunst, sich immer ein bisschen kleiner zu machen, als sie wirklich sind. Die Schweiz hat wahnsinnig viele kreative Köpfe, vor allem auch, was im digitalen Bereich jetzt anbelangt. Da gibt es Agenturen in der Schweiz, die sind brillant. Die haben auch weltweite Resonanz. Also die sieht man, die kennt man, die werden auch von den großen Brands gebucht. Das ist einfach nicht so viel Show in der Schweiz als vielleicht in anderen Ländern, oder? Wie das Ganze aufgepauscht wird. Und man hat halt absolute Menge weniger als jetzt in den USA von diesen ganz brillanten Köpfen. Aber ich finde, die Schweiz macht da Riesenschritte, also vor allem im digitalen Bereich. Ist das auch ein Grund, warum du mit iRewind in der Schweiz bist? Weil ich denke, da könnte man auch mal so nach Amerika schauen oder in andere größere Märkte. Ja, das hat verschiedene Aspekte, weshalb in der Schweiz. Das ist familiär. Viele ist immer, wenn man über Rahmenbedingungen spricht, ja, das ist sicher so. Oder? Du weißt es, wenn man Familie hat, ist man nicht mehr so ganz mobil. Oder? Mir gefällt es. Man kann natürlich schon mobil sein. Ja, man kann. Das ist auch immer sehr individuell. Ich finde es sehr schön da und ich genieße es da und ich muss jetzt dann nicht mehr da weltweit unterwegs sein. Bin schon ein bisschen zu alt für diese Geschichte. aber iRewind selbst ist natürlich schon so, was man da hat in der Schweiz ist, nebst dem kreativen Teil, man hat wahnsinnig kluge Köpfe. Also iRewind ist technologiegetrieben, da hat man eine große Nähe zu einer ETH, zu einer EPFL. Das ist so, das ist ganz relevant. Man findet gute Leute, man findet kreative Köpfe. Man hat auch die Möglichkeit in der Schweiz, gerade in der Aufbauphase eines Produktes, noch ein bisschen international unter dem Radar zu fliegen. Also man kann hier sehr schnell Projekte realisieren, die bezahlt werden von Kunden, live getestet werden können, aber jetzt noch nicht diesen internationalen Spin dann bringen, weil der Schweizer Markt interessiert am Schluss niemand. Und wir sind jetzt wie eine Phase weiter, quasi Proof of Concept, Schweiz funktioniert, schöne Umsätze gemacht und jetzt kommt das Ausland dran. Oder? Und da sehe ich halt auch, wenn wir mit Ländern wie Brasilien, auch USA oder im asiatischen Raum sprechen, die Schweiz hat einen riesen Vorteil, das ist die Qualität. Also das Label Schweiz ist nach wie vor unglaublich gut besetzt. Natürlich gibt es auch in der Schweiz Sachen, die man kritisch beleuchten kann. Kein Thema, das müssen wir nicht diskutieren. Aber als Brand, als Label, als Hub für ein gerade digital, also Tech-Produkt, wie wir es schaffen, ist es einfach so ein Proof. Und man sagt, ja, die Schweiz ist zuverlässig, wir liefern nicht warme Luft und das hilft ungemein, finde ich jetzt. Sehe ich jetzt live bei iRewind. Also es ist wirklich so, sieht mir so ein bisschen, vielleicht der Downside ist ein bisschen, per se haben Leute das Gefühl, die Schweiz ist zu teuer. Oder? Das ist immer die zweite Frage, ja, was kostet denn das? Oder? Und es ist sicher so, dass jetzt die Produkte, die von uns kommen, nicht ganz so Dumpingpreise sind. Aber ja, gute Qualität hat dann seinen Preis. Du hast gesagt, Schweiz bekannt natürlich für Technologie, auch dank den beiden Hochschulen ETH und EPFL. Wenn wir da auf die andere Firma gehen, mit dem Bewegtbild-Content, wir sind noch nicht so bekannt als Kreativ-Hotspot von Europa oder der Welt. Was könnte man hier allenfalls noch machen? Wir sagen, wir verbinden doch, weil am besten ist ja eigentlich die
Verbindung von Innovation und Kreativität, weil ja, Tesla ohne Design wäre nichts, genau. iPhone ohne Design wäre nichts. Das heißt, diese Verbindung herzustellen, wir haben ja bei beiden die besten Voraussetzungen. Was können wir noch mehr machen, dass wir auch kreativ Hotspot werden? Das ist eine komplexe Frage. Es geht ein bisschen wahrscheinlich in die gleichen Themen rein, was ein Standort wie jetzt Zürich beispielsweise machen kann und die Schweiz generell, um gute Leute hier zu bekommen als Standort, jetzt auch für Startups interessant zu sein. Ich glaube, da gibt es so, das ist überall ein bisschen das Gleiche. Oder? Man schafft Rahmenbedingungen, die attraktiv sind, um da zu leben, was nicht ganz leicht ist bei den sehr hohen Kosten hier. Man hat aber guten Standort mit hoher Qualität, man kann schwimmen gehen in den See und so weiter. Das sind alles so diese Faktoren, die am Schluss ein Zusammenspiel sind für das Thema. Was jetzt gerade nebst den Hochschulen, oder? Wir haben eine ZHDK, die sehr stark ist in diesem Bereich. Oder? Und was ich jetzt immer das Gefühl habe, ich habe das auch gesehen beim TV Summit, den wir gemacht haben, wenn man so einen Anlass macht und irgendwo so sich zu positionieren, dann schafft man es jetzt wie mit dem TV Summit im Dachraum einen gewissen Brand aufzubauen, einen gewissen Hub aufzubauen, so eine Plattform zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen. Und das könnte, oder das gibt es bis jetzt so in dieser Form, in diesem Mix, zumindest was ich kenne, nicht direkt, oder? Es gibt schon so diese Tech-Konferenzen, die da aufpoppen, aber im kreativen Bereich kenne ich jetzt noch nichts Ähnliches, was da stattfindet. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, diese Leute herzubringen, weil ich meine, heute muss man global denken in diesen Themen, oder? Das ist so, heute kannst du nicht mehr in der Schweiz denken, sonst die großen Player, da musst du dich austauschen, das ist ein Geben und ein Nehmen am Schluss. Und ja, das könnte ein Weg sein. Ja, es ist generell feststellbar, wir haben eine sehr passive Wirtschaftsförderung, also gerade Kreativwirtschaft oder Creative Economy wird immer als das Zukunftscluster promoted. Gemacht dafür wird aber nichts, rein gar nichts. Und da sind wir sehr defensiv. Ja. Und lustig ist, dass auch man feststellt, dass man sich genau immer diese Leute, die treffen sich schon, der gute Kreative und der gute Techie. Ja. Beides Schweizer, aber sie treffen sich in San Francisco oder in Berlin oder in Singapur. Ja, Klassiker. Am Abend und spricht, was man machen sollte. Ja, genau. Das ist genau der Klassiker. Genau. Dort funktioniert das immer hervorragend, finde ich. Ja. Also wenn diesen Tech-Konferenzen ist irgendwo auf dieser Welt, dann hat man ein Gathering von allen Schweizern und man tauscht sich. Also ich habe die besten Kontakte, habe ich effektiv irgendwo in Dublin oder so gemacht und man sitzt am Abend zusammen bei einem Bier und diskutiert neue Projekte. Aber in der Schweiz, ich weiß auch nicht, woran das liegt, das ist wahrscheinlich wirklich zu passiv. Oder? Es braucht auch Mut, es braucht Geld, oder? Es braucht Investition für so etwas. Ich habe es beim TV Summit gesehen, das Ziel war damals effektiv, das Thema Zukunft des Mediums TV auf den Plan zu rufen. Aber am Ende des Tages haben wir das selber organisiert und wir sind keine Eventagentur, wir wollten etwas machen für diese ganze Branche. Und du merkst, da bist du dauernd am Kämpfen. Da ist jetzt nicht etwas, das sagt, okay, jetzt nehmen wir das in die Hand, Support. Und das war einige Jahre her. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dieses aktive Denken schafft, dass man vielleicht auch vom Staat Support hat und sagt, okay, man macht das, man schafft das. Weil das ist extrem wichtig, solche Plattformen. Und nicht so einzeln kämpfen überlässt. Aber ja, es ist spannend, es stimmt eigentlich so im Nachhinein. Die besten Gespräche hat man irgendwo in San Francisco. Und doch mit Schweizern. Und doch mit Schweizern, ja. Man immer so schön. Und dort sind dann plötzlich die größten Konkurrenten, sind auch große Freunde oder so. Hey, wir müssen zusammen und ich finde, ja, das stimmt. Marco, besten Dank für das Gespräch. Arbeiten wir daran, dass wir in der Schweiz auch diese Plattformen hinbekommen, wo man sich austauschen kann und inspirieren kann. Ich glaube, die kreativen Köpfe, da gibt es beileibe genug davon. Absolut. Das Problem ist einfach, lassen wir auch im Sinne der Nachhaltigkeit doch die Flüge nach San Francisco weg und versuchen wir das absolut in Zürich oder in anderen Städten. Genügen hat sie definitiv, ja. Wunderbar. Danke vielmals. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal.